your strength is the only reason you're alive. If you lost that strength, your death would be certain. Survival is that simple. This man is... This power is... If you want a life in Shadowloop, show me that you can be of use. What power! To him, my poison was just like a single beast, and his power... His power is beyond even the strongest poisons ever known. This man isn't just on the side of killing. He will rain death upon all living beings. I've lived knowing every day could be my last, but I've realized there is ultimate power. It does exist. I must gain more power in order to be of use to that man. Prepare for battle, and help Lord Bison conquer this world! Immer diese Weltherrschaft. So, ein Charakter wäre damit tatsächlich noch über. Und deswegen quasi unser Storyline-Finale jetzt hier mit Nekali. Die alte Prophezeiung. Once every few hundred years, stars herald the hour of a battle, and Nekali walks this plane. Nekali wields an unearthly power in order to devour the souls of strong warriors. When the next hour of the battle comes, many warriors will nourish him to satiety. The first of these warriors agonizes to proceed on his path. Inside him, the red power burns. His soul. The souls of warriors must return to me. Yo! Ansage. Okay, dann schauen wir mal, was mit dem hier so abgeht. Direkt erstmal mit Rio vermöbeln. Drei Kämpfe haben wir da haben. Okay, sieht geil aus auf jeden Fall. Das Charakterdesign ist ziemlich heftig. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut abgegangen. Okay, und wir müssen alle Seelen verschlägen. Erst Rio, jetzt Dazim. Holy, Mann. Was geht denn hier ab? Na komm, ich will greifen noch. Wir sehen, was er da drauf hat. Wow, der Zockerkick, Mann. Bison, der finale Gegner, natürlich. Wer auch sonst? Okay, also dieser Nekali, der geht ganz schön übel ab. Heilige Scheiße. Dann lässt sich ja keinem eine Chance.
sorry, Bison. Perfekt! Die 16 Prüfungen Achievement bekommen. Und das war's. Wir haben alle Charaktere für unseren Charakter-Story-Modus zu 100% abgeschlossen. Jetzt heißt es, wenn man denn unbedingt im Einzelspieler spielen möchte, warten, bis der cineastische Story-Modus noch nachgelegt wird.